Farblich passend zu den Gästen heute die braunen Blätter an den Bäumen hinterm Einriede-Stadion. Eine schöne Kulisse am Samstagmittag. Die U23 des FC St. Pauli zu Gast bei Hannover 96 und gleich mal zu Beginn aufgepasst. Das Foul im Strafraum der Gastgeber Kankowski trifft Schepanzew an der Wade. Schiedsrichter Lennart Wolf muss nach 2 Minuten schon auf den Punkt zeigen. Vom Punkt tritt Lars Gindorf an. 3 von 4 Elfmetern hat er in dieser Saison schon verwandelt. Und das hier war sein 4. Mittig mit Tendenz nach rechts, 1:0 für Hannover 96 und für Gindorf der 15. Treffer in dieser Saison. Damit führt er weiterhin die Torschützenliste der Regionalliga Nord an. Die Gäste aus Hamburg brauchen Punkte. Nach der knappen Niederlage gegen Oldenburg trennt das Team 3 Zähler vom 16. Platz. Wie kommst du da weg? Durch Tore. Und 1 liefert Luca Günther, 12. Minute, der Ausgleich für St. Pauli. Was für eine Startphase. Ein Verteidiger trifft für die Kiezkicker. Bei den Profis war Günther in der laufenden Zweitligasaison 6-mal im Kader. Bisher ohne Einsatz, aber heute mit Regionalligator. Wir springen in die 44. Minute. Bis hierhin Hannover spielbestimmt, aber auch St. Pauli bekam seine Chancen. Wie zum Beispiel hier Kapitän Julian Ulbricht mit dem Pass in die Breite. Da kommt Mika Clausen. Aber Lukas Dominke ist on fire und rettet das Unentschieden für seine Mannschaft in die Halbzeitpause. Eine riesige Rettungstat des 19-Jährigen. Das Unentschieden zur Pause, absolut okay. Wir schauen in die zweite Hälfte. Die beginnt mit einem Freistoß aus günstiger Position. Mustier tritt an und scheitert an Pascal Kokott, der letzte Saison noch sein Teamkollege war. Keine 10 Minuten später. Der Abstoß von Kokott wird zum Geschenk für sein Ex-Team. Denn er geht direkt an Chacon. Der passt mit einer Grätsche auf wen? Natürlich auf Lars Gindorf. Die Führung. Ist das bitter für Pascal Kokott. Sein Fehler ebnet seinem ehemaligen Teamkollegen den Weg zur Führung. Aber auch der Assist von Chacon. Mega mäßig. Sieben Minuten vor Schluss. Wieder geht ein St. Pauli-Abstoß zum Gegner. Joyson Kula von Anfang an auf dem Feld. Hat noch Luft für einen Lauf und macht Tempo auf der linken Seite. Das ist Alexander Babic. Und wenn er am Ball ist, dann droht Gefahr. Gindorf, aber Kokott bügelt aus. Dieser Distanzschuss, der Schlusspunkt in einer attraktiven Regionalliga-Partie, die die U23 von Hannover 96 zu Recht für sich entscheidet. 7. Sieg im 7. Heimspiel, wir hören den Trainer. Ja, also für uns, ich glaube, so wie es bei Pauli wahrgenommen haben, war es schon so, dass wir sehr viel Umstellung hatten zu den letzten Wochen. Bei uns waren auch 4 Neulinge, glaube ich, dabei oder 5 zur letzten Woche. 3, die das erste Spiel gemacht haben heute. Von Anfang an, also dementsprechend war ein bisschen Unsicherheit da. So war eigentlich auch das Spiel, obwohl wir sehr gut mit dem Elfmeter natürlich und der 1-0 Führung ins Spiel gekommen sind. Durch das 1-1 hat sich das relativ schnell ausgeglichen. Und dann denke ich, in der ersten Halbzeit haben beide Mannschaften so ein bisschen ihren Weg gesucht. Wir hatten in der Halbzeit nochmal besprochen, dass wir ruhiger bleiben müssen im Ballbesitz. Was wir defensiv noch einen Ticken besser machen können. Und ich glaube, dass wir das eine Tor dann auch in der zweiten Halbzeit besser waren. Deswegen freuen wir uns. Das ist nicht selbstverständlich, aber wir freuen uns natürlich über die 3 Punkte und Gratulation an meine Mannschaft für eine sehr ordentliche Leistung heute. Im Eilverfahren geht's nach dem Besuch in der Eilenriede für St. Pauli weiter. Nächster Gegner am Mittwoch, Teutonia 05, Ottensen.